Wenn wir am Bach Narzissen pflücken, denken wir nicht über Probleme nach. Wenn wir am Bach Narzissen pflücken, genießen wir den schönen Tag. Wir könnten über die Finanzwelt sprechen und die Risiken, die sie in sich birgt. Oder über die hohe Staatsverschuldung und wie sie sich auf unsere Zukunft auswirkt. Manche nennen die Bundeskanzlerin Atomlobby-Nutte. Wir finden, das ist übertrieben. Wir waren immer schon gegen Atomkraftwerke und dabei sind wir geblieben. Aber wenn wir am Bach Narzissen pflücken, denken wir nicht über Probleme nach. Wenn wir am Bach Narzissen pflücken, genießen wir den schönen Tag. Wir sprechen auch nicht über Bildung oder über die Macht der Pharmaindustrie. Kein Wort über Burnout und Depressionen oder die Verbreitung von Pornografie. Düstere Computerspiele sind kein Thema, auch nicht die Angst vor Alter und Verfall. Vielleicht sprechen wir die himmlische Ruhe an, aber die Artenvielfalt auf gar keinen Fall. Denn wenn wir am Bach Narzissen pflücken, denken wir nicht über Probleme nach. Wenn wir am Bach Narzissen pflücken, genießen wir den schönen Tag. Und wenn jemand ruft, was macht ihr denn da? Lasst die Narzissen stehen. Die könnt ihr genauso gut kaufen. Dann sagen wir, na schön, du willst was auf die Fresse, du Konsumfetischist. Wir wollen nicht immer nur kaufen, besser, wenn du dich ganz schnell verpisst. Denn wenn wir am Bach Narzissen pflücken, denken wir nicht über Probleme nach. Wenn wir am Bach Narzissen pflücken, genießen wir den schönen Tag.